Weiter geht's am Matze-Montag auf dem Kanal von Writing Bull mit Civilization 6 auf Gottheit. Noch immer sind wir im Krieg mit den Kanadiern gegen die Schotten, aber nicht mehr lange. Unsere große Chefstrategin Captain Kiba ist auch mit dabei. Hi Kiba. Hallihallo. Und gemeinsam haben wir uns überlegt, diese schottische Stadt wird bald von alleine fallen durch den Kulturdruck. Diese schottische Stadt wird bald fallen und dann bleibt diese Stadt übrig. Die ersten Einheiten formieren sich und dann in der Zeit werden wir hier noch ein bisschen plündern und dann werden wir die Stadt langsam belagern und runterschießen. Belagerungsturm ist auf dem Weg bald da und dann kann es auch losgehen gegen diese Stadt. Mal sehen, vielleicht holen wir uns noch den einen oder anderen Muskeltier zur Unterstützung runter. Und weiter geht's in die nächste Runde. So, wir müssen noch einmal eine Einheit ziehen. Wann kommt denn das Geländefeld hier dazu? Drei Runden. Ah, drei Runden können wir auch warten. Da will ich jetzt kein... Also ich bin jetzt ein bisschen geizig. Wir haben zwar viel Geld auf der hohen Kante. Können wir noch eine Bombarde uns vielleicht holen? Noch nicht. Noch haben wir nur 18 Salpeter, aber nächste Runde eine Bombarde kaufen. Eine zweite Bombarde. 1120 Gold. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also, wenn wir jetzt nochmal gleich weiter ein bisschen plündern werden, wäre eine Idee. Ja, hier werden wir beschossen. Aua. Frieden bietet er uns an. Ich glaube, er bietet uns all sein Erspartes an, außer diplomatische Gunst. Gibst du uns die auch? Ja, nee. Also wenn, dann will ich all deine diplomatische Gunst haben. Sorry, aber so nicht. Dann hätte ich vielleicht Frieden geschlossen. Aber so nicht. Ach, noch ein Handwerker entsteht, ist ja cool. Können wir den auch gleich uns holen. Noch ein zweites Mal beschossen werden wir. Okay. So, dann wollen wir nochmal plündern. Mit dem Renner ziehen wir mal hier auf die... auf den Campus. Und ja, die Bibliothek ist gerade... Leute, zauberhaft, die ist gerade repariert worden. Letzte Runde war die noch nicht repariert. Und dann plündern wir einmal 165 Wissenschaft. Was kommt danach? Die Astronomie geht jetzt auch alles schneller. Es sind nicht die überragenden Segel, sondern der unsichtbare Wind, der das Schiff bewegt. Sehr cool. Damit kann auch dieser Musketenpikinier jetzt hier nächste Runde schneller fahren. Erst nächste Runde hat er hier seinen dritten Bewegungspunkt dann dazu bekommen. Okay. Der hat schon mit denen noch einmal vorgezogen und zu plündern. Dann kann aber nicht gut fliehen. Der ist schon ein bisschen angeschlagen. Der kann hier ganz gut weiter plündern auf der Seite und sich auch gut heilen. Deshalb ziehe ich mal mit dem hier runter und plündere mal hier. 345 Gold. Zauberhaft. Der kann schon mal gucken, wie es in Perth aussieht. Ja, wie viel Schaden würden wir denn machen? Also von der Kampfstärke ist es ähnlich. Momentan natürlich minimalster Schaden, weil wir den Belagerungsturm noch nicht haben. Wir haben 3 Kampfstärke mehr durch mehr Informationen über gegnerische Bewegungen, weil wir eine höhere diplomatische Sichtbarkeit haben. Das ist ganz cool. Oligarchie hilft uns. Speer von Finn hilft uns. Da weiß ich gar nicht, ob wir doch... Auch unsere Renner haben wir alle vorbildlich tatsächlich neben den Speer von Finn gesendet. Dieses Giant's Causeway, das uns diesen Bonus bringt und uns den entscheidenden Hinweis gegeben hat, wir sollen doch mal gegen diese Schotten vorgehen und wir haben eine realistische Chance. Handelszentrum abgeschlossen. Regierungsplatzgebäude könnten wir nehmen. Wir könnten auch den Markt bauen. Mittelalterliche Mauern brauchen wir auch. Ich nehme mal den Markt, dann bekommen wir noch einen Handelsweg extra. Ja, hier soll es weiter Richtung Süden gehen. Zieht mal vor. Der zieht mal in die Stadt rein. Alle einmal
aufstellen. Hier wollen wir mal das Weizenfeld uns holen. Schaut mal, Leute, wie das jetzt hier aussieht. 8 Nahrung, 7 Nahrung. Wir können die, glaube ich, nicht zu Roxburg zuweisen, weil wir noch Krieg haben und keinen Frieden geschlossen haben. Aber dann können wir hier auch ein bisschen puzzeln. Die lohnen sich echt sehr stark. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir hier möglicherweise doch nochmal vielleicht hier einen Staudamm hinsetzen. Könnte man hier noch ein Industriegebiet hinsetzen, würde dann plus 3 bringen. Ja. Mal schauen. Der soll natürlich auch vorziehen. Der ist schon ganz gut ausgeheilt, kann auch vorziehen und der passt hier auf Roxburg auf. Den wollen wir nicht verbessern, aber wir haben jetzt ja Gold geplündert. Ah, und dann die können wir jetzt keine Einheit uns kaufen, weil wir eine Einheit in der Stadt haben. Müssen wir nächste Runde dann dran denken. Okay. Gut. Der Handwerker, der kann auch noch was bauen. Alcazare werden vorgeschlagen. Wie sieht denn das hier aus mit der Anziehungskraft? Ja. Zweierfeld. Dreierfeld. Dann würde ich ja hier nebenan ein Alcazar bauen. Was kann man sonst? Auf Wüste kann man sonst nicht so viel machen. Wir können auch Petra. Können wir Petra noch bauen? Die gute Petra. Ja, Leute, die Petra ist noch da. Können wir uns ja mal überlegen. Ich setze mal hier ein Alcazar hin, bringe das nochmal eine Wissenschaft mehr, 2 Kultur und sieht hübsch aus. So. Einfach nur, weil wir es können. Der Renner hier, der beobachtet mal. Hier können wir weiter vorziehen. Ich will mal hier außerhalb bleiben. Achso, der Renner muss natürlich gleich wegziehen. Der soll ja nicht beschossen werden. Ich will aber noch, will ich nicht, dass die Stadt auf uns schießt. Der muss irgendwie, ja, hier rankommen. Wir ziehen mal oben rum. Wir bleiben mal aus der Schussreichweite der Stadt und ziehen hier mal so einen Bogen rum. Zumindest bis unser Belagerungsturm ankommt. Mit dem ziehe ich mal durch das Feindesgebiet durch. Ich hoffe, dass jetzt hier natürlich keine Einheit entsteht, die uns den wegplündert. Dann würden wir uns schwarz ärgern. Hier ziehen wir nochmal raus. Ja, hier kommt ein Renner. Wir verschanzen uns mal. Der soll uns ruhig angreifen. Wir sind auf besserem Gelände als er. Und haben auch noch Unterstützungsvorteile dort. Das würde mich freuen. Wir gehen hier einmal gucken. Mittler wurde ja belagert. Oh ja, die Schweden scheinen gegen Mittler vorzugehen. Ja, ist auch im Krieg. Aber die kriegen offensichtlich ein bisschen was auf die Mütze. Aber hier fleißig geplündert. Was war denn das hier? Ein Campus geplündert. Deshalb ist Christina so weit vorne, weil die auch die gleiche Strategie fährt. Die plündert einfach fremde Campusbezirke. Unglaublich. Neue Forschung ist die Astronomie, Entschuldigung. Und eine Runde weiter. Und dann haben wir den nächsten Gouverneurstitel und dann können wir uns die zweite Beförderung holen für unseren hermetischen Orden. Dann steigen wir auf, dann haben wir einen höheren Grad erreicht. Hier wollen wir noch Geld ausgeben. Können wir uns das denn leisten? 14 Runden, 156 Gold. Das heißt, nächste Runde hätten wir dann ja knapp 80 Gold weniger. Würde das noch reichen, wenn wir eine Bombarde uns kaufen wollen? Das würde reichen. Noch haben wir die Politikkarte eingestellt. Landvermessung, das ist gerade günstig und bringt uns noch eine Annehmlichkeit mehr. Außerdem mehr Produktion. Können wir machen. Und mehr Pferde, die wir gar nicht mehr lagern können. Aber 3 Nahrung, 3 Produktion ist schon ganz nett. Wird auch sofort verwendet. Sehr cool. Eine Runde weiter und nochmal gucken, wie hier bei Bologna gefeuert wird. Was wollt ihr denn reparieren, Cyril? Würde mich mal interessieren. Also reparieren mit dem Handwerker werden wir auf jeden Fall viel machen. Man kann nicht einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun.
Terry Pratchett und seine Scheibenwelt. Chichén Itzá bringt uns mehr Produktion und mehr Kultur für alle Regenwaldgeländefelder. Kann sehr cool sein. Mehr Händlerpunkte. Handelszentrum Nachbar. Ja, Handelszentren haben wir noch nicht so viele, dass der Nachbarschaftsbonus profitiert und Industriebezirke bekommen dann auch mehr. Okay. Eure aufstrebenden Gilden haben Pläne, die große Mengen Gold erfordern. Vielleicht wäre das auch mit einem Kredit möglich. Bankwesen wurde geboostet. Sehr cool. Neue Forschung wählen. Ja, also diplomatischer Dienst brauchen wir auf jeden Fall. Dauert auch nur 2 Runden. Bringt uns auch coole Politikkarten. Wir können Botschaften errichten. Machen wir. Gouverneurstitel. Leute, wollen wir den zweiten Grad unserer Geheimgesellschaft uns holen? Das würde ich schon sagen. Alchemistische Gesellschaft. Wir können jetzt Adept. Ich weiß gar nicht, was Adept ist. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Und wir holen uns mal die Möglichkeit, eine alchemistische Gesellschaft zu bauen, und die ersetzt die Universität. Achtung. So, und die nächste Stufe für uns wären, dann wären wir schon ein Magus und dann. Ah, okay. Dann die 3 Lenin, die wir haben, die bekommen dann einen Bonus pro verdienter Persönlichkeit. Und große Admirale und Generäle bekommen Wissenschaft. Ah ja, ich verstehe. Also hier, wo wir noch ganz schlecht sind, hier würden wir dann auf den Leylinien, wenn wir einen General bekommen, einen Admiral bekommen, würden wir dort eine Wissenschaft mehr bekommen. Hier Produktion, hier Gold, Glauben, Wissenschaft und Kultur. Okay. Da müssen wir ja mal ein bisschen Gas geben. Und jetzt schauen wir uns natürlich mal an, was denn diese Adept überhaupt ist. Adept. Adept. Gelehrte aus der ganzen bekannten Welt strömen in eure Städte und versuchen, die Natur der Dinge zu verstehen. Auf Gebäude und unter Brücken wurden kabbalistische Zeichen gekritzelt. Die Vögel haben begonnen, sich sonntags im Uhrzeigersinn in der Luft zu bewegen. Tja, so sieht das aus. Und dann wollen wir uns mal die alchemistische Gesellschaft anschauen. So, die ersetzt die Universität und der Campus bekommt dann Gold in Höhe seines Wissenschafts-Nachbarschaftsbonus. Das finde ich ja cool. Gucken wir uns gleich an. Außerdem bringt die noch uns Produktion. Für Wissenschaft bringt, glaube ich, auch die normale Universität. Wohnraum auch, Bürger auch. Und dann ein großer Ingenieurpunkt pro Runde, ein großer Händlerpunkt und den Standardwissenschaftlerpunkt. Also zusätzlich zur Uni mehr Produktion, mehr große Ingenieure, mehr große Händler und mehr Gold. Das ist doch cool, Leute. Und jetzt schauen wir uns mal an, was würde doch bedeuten. Wir haben doch hier so einen coolen Campus. Haben wir hier schon die Uni? Ja, Leute, schaut mal hier. Das ist die alchemistische Uni und die bringt uns direkt 14 Gold mehr. Wow. Leute, und so sieht es hier aus. Schaut mal, das ist die alchemistische Gesellschaft. Das ist sie. Hübsch, oder? Schon beeindruckend. Hebt sich deutlich ab. Das ist cool. Also die gefällt mir. Und auch gerade diese großen Persönlichkeitspunkte haben wir da noch. Hier haben wir noch eine. Ja, okay, immerhin 4 Gold und nochmal große Persönlichkeitspunkte. Hier ist auch eine. Sagt mal, Leute, wurden die gerade automatisch repariert? Wir hatten doch, hier war doch alles geplündert. Hat das dazu geführt, dass wir uns dem hermetischen Orden angeschlossen haben, dass wir jetzt überall reparierte und nicht mehr geplünderte Unis haben? Ja, schaut mal, wir sind auch auf einmal hier weiter vor in der Forschung vorne. Das ist doch cool. Ich bin ganz begeistert. Hier wollen wir noch einen Campus errichten. Es gibt dann 8 Gold mehr. Ja, vielleicht können wir ja hier auch noch einen coolen Campus uns hinsetzen. Naja, der hat noch ganz viele Bezirke uns zu holen. Hier kommt noch ein Campus hin. 7 Runden dauert der. Und der bringt dann 2, 3 Nachbarschaftsbonus, also 6. War ist auch nicht schlecht. Cool. Hier müssen wir dann eine hinsetzen. Eine alchemistische Gesellschaft. 8 Wissenschaft. Ja. Aber ich bin immer noch begeistert von diesen
von diesem Campus hier mit 7 Nachbarschaftsbonus und dann verdoppelt. Wow. Echt cool. Die Forschung ist gleich geblieben. Können wir das manuell machen? Ja, Leute, schaut mal. 126 jetzt. Bah, wir holen auf, Christina. Wir sind jetzt auf Platz 2. Haben Mansa Musa überholt und den Simon überholt. Ah, sehr cool. Zauberhaft. Zauberhaft. So. Ich würde jetzt tatsächlich mal Richtung Norden weitergehen, damit diese Stadt hier auch noch mehr Nahrung bekommt. Nehme ich mal das Dreieck hier erstmal hin und danach reparieren wir hier einmal. Ja, hier müssen wir noch Bananen anschließen, Eisen anschließen. Aber jetzt haben wir hier so ein Dreieck und jetzt 9er Nahrungsbonus. Ach, ist das zauberhaft. Zauberhaft. Da könnte man glatt vergessen, dass wir uns noch im Krieg befinden. Und da geht es jetzt auch weiter. Der Armbrustschütze zieht mal vor. Hier haben wir noch eine Straße. Die kann auch vorziehen. Wir wollten uns noch eine Bombarde gönnen. Und, oh, wir haben, was ist passiert? Ah, in Granada, da war das eine Quest. Haben wir jetzt einen Gesandten mehr bekommen. Das ist cool. Mit dem sind wir auch verbündet mit dem Stadtstaat. Das hilft uns nur. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier einmal ein bisschen länger warten. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir auch Bologna noch ein bisschen runterschießen, so als Schießübung. Wie viel braucht denn die für die vierte Bef ja. Auch 60 ist viel. Das weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Mal gucken. Weiter. Der kann auch reparieren. Der kann auch hier die Mine bauen. Wir brauchen ja nur einen Reparateur. Einmal reparieren, einmal Plantagen und hier einmal Eisen anschließen. Und wir hatten doch, hatten wir nicht hier noch einen? Genau, der soll dann hier weiter reparieren. Erstmal hier Holz uns holen. Wollen wir das für die Mauer investieren? Macht Sinn, weil wir da gerade die Politikkarte drin haben, die das nochmal verdoppeln wird. Es fehlen noch 80. Ja, dann sind die sofort fertig. So, jetzt haben wir hier Platz auch, um einen entsprechenden Theaterplatz uns zu holen. Was bauen wir als nächstes? Alchemistische Gesellschaft, natürlich. 17 Runden ist natürlich lang. So, und der zieht mal weiter zum Reparieren. Der wartet noch einmal. Der wartet auch. Hier haben wir die Pferde angeschlossen. Ja, was können wir noch hier machen? Nicht so viel, ne? Wir könnten ja hier uns überlegen, ob wir hier Chichén Itzá bauen wollen. Wird das schon gebaut irgendwo? Nein. Würde 36 Stunden Runden bauen. Verbotene Stadt, auch cool. Aber ich vermute, verbotene Stadt mag die KI normalerweise auch ganz gerne. Ja, einmal wird schon gebaut hier oben. Ah, das werden wir nicht rechtzeitig schaffen. Das glaube ich nicht. Nicht, wenn wir keinen großen Ingenieur haben. Die Stadt hier rebelliert in 3 Runden. Kilwa Kisivani ist auch cool. Mausoleum ist auch cool. Ist alles cool. Auch wollen wir ein bisschen Wunder bauen, aber wir wollen ja auch gleich den Potala Palast bauen. Wo bauen wir den denn? Den könnten wir hier bauen. Ist das hier ein Theaterplatz? Ja, den könnten wir hier bauen. Muss auf einem Hügel neben einem Berg gebaut werden. Ist das hier ein Hügel? Das ist ein Hügel. Dann lasst uns doch hier den Potala Palast bauen. Der boostet dann auch toll diesen Theaterplatz hier. Momentan ein 3er Nachbarschaftsbonus, dann zukünftig ein 5er Nachbarschaftsbonus. Dann brauchen wir natürlich hier viel Produktion. Dann könnten wir hier nochmal eine Mine anschließen. Damit wir auch gleich ordentlich
Produktion haben werden, wenn wir, ja, bauen wir den Campus noch fertig? Boah, bin ich mir nicht sicher. Wir können hier auch nochmal das Sägewerk uns anschließen. Hm. Getränk ist zu schwach. Ja, 20 Produktion, 22. Wo sind wir denn? Einmal kurz geschaut bei den anderen Städten. Mazupol ist 28. Gebäck 23, Getränk 22. Ja, und danach hört es schon auf. Mazupolis. Ja, wir können auch hier ein brutaler Palast bauen. Im Gebäck wollen wir ja so viele Bezirke bauen. Da hat er jetzt auch nur einen Produktionspunkt mehr. Also wenn wir... Guck mal, 23 ist es noch besser. Wenn wir hier noch ein Sägewerk bauen, dann haben wir hier auch noch mal ordentlich mehr Produktion. Kommt auch bald der nächste Bürger. Ja, das Geländefeld ist relativ schwach. Also Getränk könnte dann momentan 24. Also 28. Ist gar nicht so schlecht. Aber hier können wir natürlich auch noch vielleicht noch ein bisschen 29 können wir maximieren. Ah, überlegen wir uns gleich in zwei Runden, wenn das soweit ist. Genau. Kim jetzt schreibt im Chat, wir könnten hier auch den Portaler Palast bauen. Ginge auch. Gucken wir mal in zwei Runden, ob die KI möglicherweise schon daran baut. Regierung ändern. Oh ja. Wollen wir noch Geländefelder kaufen irgendwo? Einmal geschaut. Das könnten wir uns noch dazu holen. Vielleicht wollen wir auch Chichen Itza bauen hier. Dann wäre es noch ein Regenwaldfeld, weil das wird natürlich irgendwann... Aber die Stadt rebelliert auch in drei Runden. Sie ist belagert, aber hat irgendwie keinen Schaden. Also dann könnten wir uns das auch immer noch dazu holen. Es sei denn, Maskat holt sich das. Das ist auch ein Risiko. Hier gäbe es noch ein Regenwaldgeländefeld. Das könnten wir uns kaufen. Nationalparks, wir können hier auch einen Nationalpark einzeichnen. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Wir wollen ja auch viele Nationalparks errichten. Wir könnten ja mal hier einen Nationalpark reservieren. Dann sollten wir hier aber nicht den Potala-Palast bauen. Wald bei Getränk. Ja, genau, das Waldgeländefeld könnten wir uns noch holen. Würde auch nochmal deutlich mehr Produktion bringen. Also ich glaube, Getränk können wir von der Produktion her ganz gut in Richtung Wunder uns hoch boosten. Hier gibt es ja auch nochmal Waldfelder. Ich glaube, Getränk machen wir vielleicht zu unserer Wunderstadt, oder? Potala Palast. Vielleicht einmal Chichen Itza. Haben wir schon... Es gibt doch ein Wunder. Welches Wunder ist denn das, was einem... Das verdoppelt, was man an diplomatischer Gunst bekommt. Wisst ihr das noch im Chat? Welches Wunder war das noch, was wir freischalten müssen... Damit wir statt eine diplomatische Gunst zwei bekommen, wenn wir Suzerän sind in einem Stadtstaat. Parlamentsgebäude. Und wann wird das freigeschaltet? Haben wir das schon entdeckt? Die wollen wir auch bauen. Kontratation wollen wir auch bauen. Ja, nicht so wichtig. Hier, da ist es doch. Parlamentsgebäude. Vor unserer Nase. Vor meiner Nase. Muss auf einem Fluss gebaut werden. Oder an einem Fluss. Ich glaube, an einem Fluss meinen die. Ginge sogar auch hier. Oh, so viele hübsche Wunder, die wir bauen könnten. Können wir uns einen Ingenieur irgendwie holen? Ja, Imhotep bietet nicht so viel Produktion. Die brauchen schon viel mehr Produktion. Portaler Palast. 1060. Wir würden irgendwie 350 oder so an Produktion bekommen. Maximal. Der hat zwei Ladungen. Denn aus der Antike oder Klassik ist das nicht. Weiß ich nicht. Einmal weiter gucken gehen. Aber ein bisschen Wundermau macht ja Spaß. So, geplündert. Geplündert. Ist hier schon geplündert? Hier ist noch nicht geplündert. Dann können wir jetzt hier uns nochmal Geld holen.
zauberhaft. Einmal Wissenschaft uns holen. Gleich Astronomie fertig. Dann können wir hier schon mal weitergehen und hier gleich plündern. Weide gibt, glaube ich, Glauben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Belagerungsturm muss weiter nach vorne. Einmal ins Ungewisse segeln, um diese Landspitze herum. Der kommt dann hier gleich von hier unten an. Ah, vielleicht hätte ich auch hier ans Land gehen sollen. Weiß ich nicht, ist zu spät schon gezogen, aber wir wollen ja hier einmal uns gut positionieren. Der soll dann auf... heilige Städte könnten wir auch schon mal plündern, ne? Die könnten wir auch schon mal plündern mit einem Renner. Vielleicht ja mit diesem Renner hier. Oder mit diesem dann. Hier können wir uns heilen. Ach, der hat noch nicht mal eine Mine hier gebaut. Wäre auch hübsch gewesen für Gold. Mann. So, einmal weiter. Ah, der wäre ja auf das Gelände fällt. Wann kommt denn hier mal ein Musketier? Die kommen alle nicht. Wieder eine Runde weiter. Politikkarten müssen wir noch wechseln. Die fliegt raus. Achso, und wir wollten nochmal Land kaufen. Jetzt haben wir uns selbst abgelenkt vom Land kaufen. Bisschen Geld ausgeben. Das holen wir uns dazu. Und mehr können wir uns nicht leisten. Jetzt haben wir hier ordentlich was zu modernisieren mit später auch hier natürlich Sägewerken drauf, aber auch hier Sägewerke drauf. Und dann wird die Stadt so produktionsstark. Die wächst ja auch ganz gut. +7 an Nahrung. Könnte noch ein paar mehr Annehmlichkeiten. Ach, schaut mal. Nur eine Annehmlichkeit im Plus. Und das, obwohl wir hier den Tempel der Artemis gebaut haben. Das ist ja spannend. Also, nochmal. Fliegt raus. Plündern. Ja, hier einmal Gold, Glauben plündern. Was bringt das Plündern von Weiden? Ich glaube auch Glauben. Auch Glauben. Ist die schon wieder repariert? Nee. Vielleicht repariert der ja auch gleich nochmal ein bisschen. Wäre ja lustig. Ich lasse die Plünderkarte mal noch ein bisschen drin. Dann nehmen wir nur die raus und die raus. Bei der Diplomatie nehmen wir wieder rein den charismatischen Anführer. Das bietet sich an mit den 50% Einflusspunkten. Und ansonsten Einheitenunterhalt. Boah, 45 Einheiten ist schon krass. Garnisonseinheiten haben wir noch nicht so viele. Lager- und Hafenbezirke. Also wir haben Häfen im Bau, glaube ich. Nochmal kurz schauen. Ein Hafen. Ansonsten noch viele Mauern im Bau. Häfen und Bezirke sind am Bauen. Okay. Was haben wir denn hier noch? Wir könnten einmal reinnehmen, dass wir jetzt einmal uns viele Handwerker uns holen. Das finde ich ganz gut. Wunderkarte ginge rein. Aber in zwei Runden können wir wieder wechseln. War, glaube ich, in zwei Runden, oder? Nochmal geschaut. Ja, in zwei Runden können wir wieder wechseln. Für die zwei Runden einmal kurz Handwerker uns holen. Also einmal Handwerker. Wo sind sie denn jetzt? Leibeigenschaft. Und einmal charismatischer Anführer. Wir haben keine Zeit für die Handwerker Jet Space. Die nehmen wir uns. So, und dann holen wir uns doch hier oben gleich nochmal einen Handwerker dazu. Dann haben wir hier viele Geländefelder uns geholt. Können wir uns auch holen. Der hat 5 Ladungen. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8. Brauchen wir hier noch Handwerker? Ja, nicht wirklich. Der hat noch ein paar Ladungen. Der kann noch mehr. Oh. Ha, das Geländefeld hätten wir uns mal holen sollen, Leute. Da haben wir gepennt. Das kriegen wir jetzt nicht mehr, es sei denn, haben wir noch einen Weltkongress. Ja, wir können, würden einen Kulturschock auslösen. Können, lohnt sich das hier einen Bezirk hinzusetzen, den wir uns eroden würden für das Geländefeld? Wir können einen Campus bauen. Ah, gibt natürlich nur einen Nachbarschaftsbonus. Weil hier zwei Regenwaldwälder sind. Einen zweiten würde es geben, wenn wir einen Handelsbezirk bauen. Der braucht 83 Runden. Weiter irgendwie. Viel Produktion. 248 Produktion, da steht das braucht. Ja. 248 Produktion und fürs Roden bekommen wir irgendwie 48 oder so. Das kriegen wir nicht hingerodet so schnell mit dem Campus. Sehr schade. Den müssen wir uns neu überlegen. Vielleicht setzen wir den ja dann hier hin. Roden wir hier einmal. Ja, könnten wir hier machen. Eine Runde weiter. Noch neu. Diplomaten. Oh, das ist natürlich interessant. Diplomatenvierteln wollen wir auch dringend bauen. Wenn wir das angrenzend an ein Stadtzentrum machen, bekommen wir auch noch einen Gesandten. Das brauchen wir dringend für die diplomatische Gunst. Ein Aquädukt würde auch sinnvoll. Aquädukt brauchen wir auch. Könnten wir auch hier hinsetzen. Aquädukt dauert 55 Runden, aber Diplomatenviertel braucht nicht so viel. Das Diplomatenviertel finde ich tatsächlich ganz cool. Dann könnten wir tatsächlich ein bisschen roden. Dann würden wir hier vielleicht das roden. Sind das Hügel? Das ist ein Hügel der Akademie darauf. Das ist eine Ebene, das ist nicht so schön. Aber dann könnten wir hier noch irgendwie ein Aquädukt hinsetzen. Dann würden wir das wieder mopsen. Wollen wir das mal machen, Leute? Ich nehme mal den Vorschlag auf von unseren Northbowmen. Das Diplomatenviertel brauchen wir eh. Und warum nicht hier? In Vancouver. Wir setzen es mal. Und bauen auch daran. 21 Runden volle Kante gehen wir auf Produktion. Dann gehen wir schon mal hier rüber und wir roden schon mal. 10 Runden. Ah, 9 Runden der Weltkongress. Ist das schon bitter. Vielleicht hätte ja sogar einmal roden gereicht. In 3 Runden bekommen wir... Ah, da hätten wir auch das roden sollen. Ah, da war ich so schnell. Da hätten wir hier rauf gehen sollen, da hätten wir hier einen Hügel hinsetzen können. Jetzt ist das Geländefeld nicht mehr ganz so cool. Hier hätten wir noch was Cooles draus machen können. Hier können wir jetzt eine Farm oder ein Aquädukt oder so draufsetzen. Ah, okay. Ah, naja. Das Aquädukt könnte östlich vom Diplo-Viertel hin... Ja, also hier nicht. Das muss ja angrenzend sein an der Stadt. Aber dann könnten wir hier vielleicht doch wieder das Handelszentrum hinsetzen. Kulturschock würden wir auch diese ganzen Geländefelder dazu bekommen. Dann könnten wir hier vielleicht noch einen Theaterplatz hinsetzen. Wer weiß, würde dann immerhin 2 bringen. Wir können nochmal roden, ja, ist richtig. Aber vielleicht hätte es mit einmal roden gereicht, wenn in 3 Runden der nächste Bürger da ist. Boah. Und, naja, mal schauen. So. Das hat ja nicht so doll wehgetan. Ach, das ist ja harmlos. Ja, wir werden angegriffen. Die Sterne.
Sternenkunde ist es, die eine Seele nötigt, ihren Blick nach dem Überirdischen zu richten und sie aus dieser Welt in eine andere führt. Potala-Palast Bauba bringt uns einen Diplomatiepolitikplatz, einen Siegpunkt. Und unser neues Wissen über den Himmel und die Navigation hilft unserer Marine, ein Weltreich aufzubauen. So sieht's aus. Kolonialismus geboostet. Und ob das klappt mit dem Potala-Palast, ob wir den bauen hier möglicherweise in Mazopolis, ob wir den bauen hier in Getränk, das erfahren wir gleich im Anschluss hier bei Twitch und auf YouTube, sage ich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Euer Matsuman.